Ein herzliches Willkommen hier bei mir, dem Toto Aka Thorsten, beim Clan True Warriors. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich meine nächste Forschung nach meinen Mauerbrechern anstoße und ich weiß immer noch nicht, was es wird. Wir wissen noch nicht, was es wird. Ich weiß aber, dass es eine Elex-Truppe wird, weil ich das Dunkle zurzeit für die Queen brauche und das, was ich weiß, ich habe noch nicht genug Elex dafür. Deswegen hauen wir auch gleich rein, suchen uns mal einen Gegner und gucken, dass wir die restlichen 200.000-300.000 Elex hier noch mit den beiden Armeen reinfahren können. Da schauen wir mal, ob wir heute Abend relativ zeitnah einen Gegner finden. Sonst muss ich das kurz mal cutten und ich suche mir einen Gegner raus. Ihr müsst dann nicht so lange warten, sondern habt dann sofort einen. Der hier war zwar nicht schlecht, aber ein bisschen zu wenig Elex. Ich suche ja Elex. Und ich habe eine relativ schlagkräftige Truppe jetzt am Mann. Habe mir ein paar Magier mit eingepackt zu den Kobolden, weil ich ja doch ab und zu mal in die Mitte einer Base möchte. Und das geht dann schon mit den Riesen und den Kobolden etwas besser. Und so kann ich hier sicherlich etliches an Ressourcen noch abgreifen. Wie gesagt, ich brauche noch ein bisschen Elex, weil es noch nicht ganz reicht. Möchte dafür auch die Clanburg jetzt nicht benutzen, dann hätte ich das Elex zusammen. Aber dann hätte ich auch das Gold voll. Und das möchte ich an der Stelle im Moment nicht, weil ich überhaupt keinen Bob frei habe. Der nächste Bob wird erst morgen frei. Und ich bin fast voll mit dem Gold. Ich denke mal, wenn ich heute Abend noch so ein paar Farmangriffe mache, dann ist das ruckzuck voll. Und ich würde sagen, wir nehmen den hier nicht mit. Da komme ich nicht so weit rein. Ja, dann dauert es natürlich immer ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, ich mache mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier haben wir unseren ersten Gegner, den rauben wir aus. Der ist in Ordnung, 300.000 Elex hier draußen, 300.000 Gold draußen und nochmal 2.139, denke ich mal, in den beiden dunklen Bohrern. Es ist ein RH9, X-Bogen schön leer geschossen, wunderbar. Das ist genau das, was ich mir hier so vorgestellt habe, wo ich ganz easy jetzt meine letzten Ressourcen für meine nächste zu forschende Truppe herbekomme. Und wir räumen hier erstmal so ein bisschen außen ab. Und dann gucken wir aber weiter, dass wir vielleicht auch noch in die Base reinkommen. Mal schauen. Hier nochmal zwei Riesen gesetzt. So ein paar Kobis dahinter. So, dann müsste es das hier draußen eigentlich schon gewesen sein. Jawohl. Dann können wir ganz munter hier ein paar Riesen setzen. Ich setze das erste Mal diese dicken, fetten Mauerbrecher. Es ist der Hammer. Alter, was gehen die da durch? Donnerwetter, jawohl. Da bin ich zufrieden, dass ich die gemacht habe. Das ist eine Top-Truppe. So, da haben wir den ersten dunklen Bohrer. Und dann wollen wir uns natürlich auch den zweiten holen. Ich denke mal, ich brauche nur zwei von denen, ne? Oder? Ja, ich brauche tatsächlich nur zwei Stück von denen. Schicke hier die jetzt mal alle hier rein. Oh, die gehen natürlich auch das nicht Richtige. Gehen die noch aufs Dunkel? Ja, leider nicht. Okay, dann setzen wir mal so ein bisschen mehr Truppis hier, damit wir noch das Dunkle mitnehmen. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Wir setzen hier ruhig die restlichen Truppen von mir. Ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Den König sparen wir uns auf für den zweiten Angriff. Aber wir haben das Dunkle und haben noch so ein paar Riesen. Die Magier und die paar Bogenschützen machen hier unten jetzt gerade noch den King. Und kriegen vielleicht noch das eine oder andere. Aber ich denke mal, das wird nichts mehr. Das geben wir ruhig auf, das ist nicht so schlimm. 308.000, jawohl. Und wir haben jetzt schon das Dunkle zusammen, das Elex zusammen, greifen direkt im Anschluss nochmal an, gucken, dass wir wieder schnell einen Gegner finden, sonst cutte ich das wieder. Diese Live-Geschichten, wenn man sucht, das kann ja dann doch schon mal ein bisschen dauern. Eben hat es auch so 10, 15 Minuten nochmal gedauert, bevor ich den für mich perfekten Gegner gefunden habe.
Und ja, ich würde sagen, ich cutte wieder hier. Bis gleich. Jo, da ist er. Unser zweiter Gegner. Hat wieder so zwischen 10, 15 Minuten gedauert, aber die Ressourcen kann ich mir nicht entgehen lassen. Wir fangen hier unten an, holen uns so ein bisschen Dunkles, aber auf das Dunkle kommt es uns ja nicht unbedingt an. Für uns ist wichtig, dass wir Gold und Elex kriegen. Ich weiß gar nicht, warum da, jetzt weiß ich, warum die Mauerbrecher dahin gelaufen sind, weil da gar nichts aufzusprengen ist, weil man da so reinkam. Und das hole ich mir aber gleich noch, denke ich mal. So, gucken wir mal, auf welcher Seite wir hier weitermachen. Ich würde sagen, wir machen hier einmal weiter. Okay, da haben wir gleich auch alle Ressourcen. Dann holen wir uns das eben noch. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Damit haben wir auch schon ganz schön geschröpft. Haben hier allerdings noch nicht ganz das Dunkle geholt. Hier ist also noch ein bisschen was offen. Da gucken wir mal, dass wir... Oh, das war natürlich kacke. So, das klappt auch nicht immer, sehe ich gerade. Na komm, dann spring da mal auf. Meine Herren. Entschuldigung. So, da sind die ersten schon durch. Wo haben wir noch was Dunkles? Oh, wir haben auch nichts Dunkles mehr zu holen. Hier sehe ich gerade, jawohl. Das sieht gut aus. Ich denke mal, das können wir auch dabei belassen. Dann habe ich noch ein paar Truppis über. Und wir brechen hier ab. Ich würde sagen, wir lösen jetzt das Rätsel, was ich als nächstes forsche. Der eine oder andere kann sich sicherlich denken. Ich werde die... Elex-Truppe habe ich gesagt. Hier hinten sind wir ja beim Dunklen. Ich werde die Elex-Truppe Kobolde. Kobolde bringe ich hoch. Das ist meine derzeit Lieblingstruppe. Und da sie eine Fun- und Farm-Truppe ist, würde ich sagen, mache ich die als nächstes hoch. 10 Tage dauern sie nur. Danach kommt wieder eine CK-Truppe. Welche das dann ist, könnt ihr von mir aus entscheiden. Ich halte mich da ganz an euch. Oder aber wir machen das zusammen. Ich habe natürlich schon ein bisschen was im Blick. Man hat ja so seine Reihenfolge. Aber die stoßen wir erstmal an hier. 10 Tage. Damit haben wir relativ wenig Elex, können aber gleich ein bisschen was nachbauen. Haben ja auch noch so ein paar Truppen. Das heißt, wir bauen mal hier so ein paar Riesen nach. Bauen ein paar Mauerheinis nach. Und den Rest Kobolde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in einer neuen Folge von mir mit dem Toto, der da clasht. Und wir aktuell im CK sind. Das zeige ich aber euch morgen in einer weiteren Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.